Ja, hi, ich bin's, Roland vom Kanal Supersiegern. Ich begrüße euch hier wieder recht herzlich auf meinem Kanal zu einem weiteren Kochvideo. Ja, heute möchte ich euch zeigen, ein bisschen Fingerfood für eure nächste Party zum Naschen zwischendurch. Es müssen ja nicht immer Chips sein und ja, was wir dazu brauchen, ist ein bisschen Brokkoli, ein Ei, ein bisschen Lauchzwiebel, ein bis zwei Knoblauchzehen und ein bisschen Scheibenkäse. Also, dranbleiben und viel Spaß! Übrigens, die Zutatenliste findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Diese ganze Masse, die kommt jetzt für ca. 15 bis 20 Minuten im Kühlschrank, um dort ein bisschen zu ruhen und abzukühlen. Also die Brokkoli-Happen oder das Fingerfood, wie auch immer. Ja, das war für mich heute das erste Mal, dass ich die Teile gemacht habe. Und die sind jetzt bei 200 Grad Umluft im Backofen für 8 bis 10 Minuten. Danach wende ich die einmal und dann kommen sie nochmal für 8 bis 10 Minuten, sodass sie rundherum eine goldbraune Farbe erhalten. Und dann, ja, dann werden wir sehen, ob das Fingerfood gelungen ist. Also jetzt habe ich die Dinger hier fertig und ja, ich meine, so schön sehen sie jetzt nicht mehr aus. Ja, ich zeige euch die Teile mal. Also, so super sind sie nicht. Ein bisschen goldgelb sind sie ja, goldbraun meine ich. Und, ja. Ja, ich werde jetzt mal hier so ein Teilchen probieren. Ich muss sagen, es schmeckt, ja, es ist gesund. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Salz oder zu viel Pfeffer. Ja, den Käse schmeckt man auch nicht so wirklich raus, aber man kann es essen und einfach mal, oder vielleicht einfach mal eine Alternative abends beim Fernsehen, bei einer schönen Blu-ray, anstatt ein paar Chips, mal was Gesundes. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Nachkochen, beim Ausprobieren
Und ja, viel Erfolg damit. Bis demnächst. Jetzt probieren wir das Ganze mal mit so ein bisschen Tomatenketchup. Ein bisschen was Ungesundes muss da ja bei sein. Ja, mit Ketch, dann geht's. Also, ich lasse es mir jetzt schmecken. Und zwar das gesunde Zeug mit so ein bisschen Tomaten- und Curry-Ketchup. Zweierlei. Und dann sehen wir uns demnächst hier auf meinem Kanal. Tschüss, ciao und servus.